Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spellforce, der Platinum Edition. Wir spielen immer noch munter weiter. Ich nehme jetzt die dritte Folge in Folge auf. Ja, eigentlich wollte ich das ja hier weglassen, aber ich dachte, hey, es gehört zum Spiel. Also, warum? Dann kann ich ja gleich alles weglassen. Ist auch blöd. Ich bin ja nicht so der Spieler, der alles rauscuttet, was irgendwie langweilig ist. Deswegen lassen wir das jetzt einfach. In der Zwischenzeit können wir mal planen, wie es weitergeht. Ob ich hier schon die Quest abgeben kann? Nee, ich glaube nicht. Ja, hier wird es dann wahrscheinlich weitergehen als nächstes. Oh, hier wird langsam alles dunkel. Das gefällt mir nicht so. Hier. Ja, ist echt die Frage. Schaffen wir das vielleicht auch alleine? Ich würde es ja fast sogar versuchen, weil es hier so gut geklappt hat. Vielleicht können wir die ja einzeln ziehen. Ich habe halt ein bisschen Angst vor den Viechern, weil die halt diese krassen Steine schleudern. Da habe ich so ein bisschen Angst, dass es vielleicht doch in die Hose gehen könnte. Aber eigentlich bin ich gerade ganz guter Dinge. Wir schaffen hier echt nachher die ganze Karte, ohne irgendwas gebaut zu haben. So, hier haben wir jetzt den Großen. Der macht mir natürlich ein bisschen Angst. Ah, und da ist jetzt ein Gremlin umgefallen, wahrscheinlich wegen unserem Mana-Haushalt. Mist. Aber das war's dann auch. Also es sind wirklich nur die hier. Ich will erstmal den Kleinen vernichten. Ja, ich habe Angst, wenn ich das benutze, dann fliegt der nächste Gremlin um. Das ist blöd. Okay, der ist durch. Lenfi, hier bleiben. Komm, ich hole nochmal einen Gremlin. Weil der gleich ab. Ah, ja, der ist schon ein bisschen stärker. Vielleicht schaffen wir den nicht. Weiß ich nicht. Vielleicht hätte ich da auch einfach nochmal Mana aufladen sollen. Der macht ganz schön Schaden. Wir machen leider keinen Schaden zurück. Weil oh, warte mal. Wenn ich ihn vergifte, ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ist er vergiftet? Nee, ne? Nee, nicht funktioniert anscheinend. Kannst du nochmal probieren? Jetzt! Jetzt haben wir ihn tatsächlich vergiftet. Okay, dann dürfte jetzt das Leben eigentlich ziemlich schnell runterrasseln. Scheint doch hinzuhauen. Kann ich nochmal einen Goblin holen? Ja, kann ich auch. Okay, wir schaffen das. Ja, doch. Jetzt haut er sogar schon ab. Da haben wir es. Noch mehr Pilze. Warum essen die diese Pilze, wenn es ihnen davon nicht gut geht? Das verstehe ich nicht. Oder sogar sterben, wie wir gesehen haben an dem einen. Oh, noch mehr kaputtes Zeug. Nochmal Adamantium-Splitter. Zauberunsichtbarkeit. Aura der Trägheit. Schamanenstab. Trägheit haben wir gerade gar nicht drin, tatsächlich. Ja, haben wir den nächsten Spawnpunkt zerstört, würde ich sagen. Gleich. Gremlins sind auch schon munter dabei. Okay, ja, dann hier geht's nicht weiter, oder? Warte mal, von hier kamen wir da? Nee, ne, da oben? Da können wir, glaube ich, noch gucken. Da ist nichts. Ach, da waren auch Spinnen, ne? War das das, wo ich gerade nicht hin wollte? Ich habe nur eine ganz, ganz kleine Winzpause gemacht, tatsächlich, jetzt zwischen der zweiten und der dritten Folge, die ich aufnehme. Mal was getrunken und ein paar Weintrauben gegessen. Als kleine Stärkung. Ist ja auch früh um 10 Uhr morgens gerade. Oh, das dauert jetzt wieder. Schade, ich kann leider keine Zauber auf die Gebäude benutzen. Da geht leider nur normaler Angriff. Ja, das macht es ein bisschen ermüdend. Warte mal, ich kann aber noch Gremlins holen, die mir helfen. Zwei sind vielleicht ein bisschen wenig. Kann ich noch einen? Warum geht der da unten hin? Ich greife doch hier oben an. Hm, keine Ahnung, warum die ausgerechnet dieses Gebäude abräumen wollten. War wohl, fand die wohl nicht so ästhetisch vom Architekturstil her. Oh Gott. Reden will gelernt sein. Ich gehe schon mal eins weiter. Das sollen die ganz gut schaffen. Oh, das ist groß. Das dauert wahrscheinlich eine Weile länger. Ja, dann vielleicht doch erstmal nach oben, die Spinnen. Und dann können wir hier hin. Wir räumen echt die ganze Karte alleine auf. Krass. Na gut, die Steinviecher. Das ist halt noch so eine Sache. Auch wenn wir die hier vielleicht schaffen, die Uruk-Viecher. Die Steinviecher sind mir doch ein bisschen suspekt. Die schaffen wir vielleicht nicht. Obwohl, die Kleinen haben wir auch gut hinbekommen. Eigentlich ist nur die Frage, ob wir die Großen so gut hinbekommen. So, gleich haben wir es. Nächster Spawnpunkt tot. Ja, ausgelöscht. Ist schön. Mensch, ich hoffe, ich kriege nur Lob in den Kommentaren. Wie gesagt, die letzten zwei Folgen konnte ich eure Kommentare ja nicht sehen. Also zumindest jetzt noch nicht, wo ich das hier aufnehme.
Deswegen nicht wundern, wenn ich irgendwelche Tipps oder so nicht benutze gerade. Und nicht drauf eingehe. Das liegt einfach daran, dass ich sie noch gar nicht lesen konnte. So. Ja, hier hoch, genau. Oh, da ist sogar noch eine kleine Spinne, die wir vergessen haben. Schön, Mensch. Wie einfach das ist. Ich bin so erstaunt einfach. Hey, wie haben wir denn diese Spinne hier übersehen? Die ist doch direkt hier lang gelaufen. Sehr eigenartig. Sehr, sehr eigenartig. Hier unten ist alles weg, ne? Den Seelenstein haben wir uns geholt. Hier haben wir die Aufgabe angenommen. Okay. Ja, dann kümmern wir uns um die Spinnen da oben. Wir werden angegriffen. Na komm, hab dich nicht so. Alles gut. Standhalten, Männer! Aber EP dauert echt lange, ne? Also wir sind jetzt hier auf der ganzen Karte unterwegs und kriegen kaum EP für die Viecher. Vielleicht sind die auch einfach zu low für uns. Ich weiß es nicht. Könnte natürlich auch sein, dass die uns einfach nicht so viel EP bringen. Ich weiß nicht, ob die sich levelmäßig anpassen. Würde ich eigentlich fast erwarten bei dem Spiel, dass das sich alles anpasst an unser Level. Aber bin mir nicht ganz sicher. Wahrscheinlich nicht. Wo waren das jetzt? Hier oben? Ja, ja, doch, das ist der Spinnenwald, ja. Da wollte ich erst nicht hin. Aus guten Gründen. Aber da gehen wir jetzt trotzdem hin. Hier oben geht es auch noch weiter. Ist da vielleicht irgendwo hier denn der Riese? Das sieht halt alles sehr bergig aus. Ich könnte es mir gut vorstellen, dass hier irgendwo auch der Riese rumlungert. Oh Gott, da sind echt viele Spinnen. War gut, das kriegen wir hin. Wo sind sie denn? Hier rechts. Holen wir uns mal eine. Da könnten wir auch vielleicht sogar wirklich auslöschen. Spammen. Rein spammen. Das würde ich eigentlich ganz gerne mal probieren. Warte mal. Wir pullen die mal. Ich habe ja kaum Mana, deswegen kann ich das nicht so oft machen. Na? Gesehen? Nicht gesehen? Hallo? So. Und los. Cool. Okay, das war echt cool. Nice. Hätte ich vielleicht öfter mal machen sollen. Kann ich das hier nochmal machen? Na kommt. Kommt zu Mama. Kommt alle her. Cool. Oh, das gefällt mir. Das gefällt mir sehr. Leider ist mein Mana jetzt alle. So, hier haben wir nochmal eine große Spinne. Die kriegen wir auch hin. Aber keine Kiste? Och Mensch. Ich hatte ja auf eine Kiste gehofft. Naja. Vorsicht, Gegner! Noch ein Gremlin wäre ganz gut, ne? Oh, das wird vom Mana wahrscheinlich nicht reichen. Gerade hatten wir noch ein bisschen mehr Mana. Okay, Kleines weg. Oh, da können wir auch nochmal auslöschen. Ah, schade, jetzt haben wir leider kein Auslöschen mehr. Also kein Mana mehr dafür. Ah, ich würde es ja so gerne nochmal reinspammen. Naja. Gut. Nehmen wir mal die Kleine. Dann hätten wir das hier auch gleich erledigt. Sehr schön. War auch wieder kein Problem. Ich werde langsam etwas übermütig, habe ich das Gefühl, wenn das hier alles so gut weiterläuft. Ich sollte vielleicht öfter mal speichern, nur für den Fall, dass doch noch irgendwas passiert. Ich merke das auch schon. Ich achte viel weniger gerade auf Lenfiers HP. Weil ich gerade so ein bisschen denke, ach, uns kann ja eh nichts. Aber da fängt es dann meist an, wenn man nachlässig wird. Das ist ein Hinterhalt. So, ich würde echt gerne Auslöschung machen. Und das geht nicht. Verdammt. Na komm. Die Linien müssen halten. Wart auf. Mana. Na, geht zu schnell weg. Nee, reicht Wir nicht. Werden angegriffen. Jetzt ist es auch Quatsch. Jetzt stehen da nur zwei Spinnchen. Na gut. Den nicht. Sah aber cool aus, als wir es gemacht haben. So, hier ist ja nichts, ne? Nee, schade. Mensch. Also das ist echt so ein bisschen, weiß ich nicht, wozu soll man das eigentlich machen, wenn da gar nichts ist? Da warte ich schon irgendwie eine kleine Kiste mit irgendwas. Oder eine Nebenquest oder keine Ahnung. Das ist so ein bisschen mau, wenn man irgendwas macht und dann sich denkt, ja, warum eigentlich? So, was haben wir denn hier Schönes? Ich rechne mit dem Riesen irgendwann. Wenn wir hier so weitergehen, könnte das sein? Oder Steinmenschen? Steinviecher oder Riese?
Von dem Riesen habe ich Angst. Ich weiß nicht, ob der uns wohlgesonnen ist, weil es ja eigentlich hieß, wir sollen uns von dem fernhalten. Andererseits hatte der ja doch ein Fragezeichen über dem Kopf, oder? Was ja heißt, dass wir mit dem reden können. Und die Elemente gerade waren ja eigentlich auch ganz nett. Also eigentlich hoffe ich Gutes. Vielleicht kann nur der Zwerg mit dem Riesen nicht. Vielleicht ist er uns gegenüber ein bisschen wohlgesonnener. Wir sind ja auch ein bisschen berühmter als irgend so ein Zwerg, den keiner kennt. Okay, Riesenfelskäfer. Das ist ja fast noch schlimmer als die Spinnen mit den ekligen Greifzangen da vorne dran. So, kommt ihr mal, Gremlins? Eure Aufgabe? Okay, aber auch nicht viel schwerer als die Spinnen. Okay, hier geht es in mehrere Richtungen jetzt ab. Gucken wir gleich mal. Vielleicht erstmal nach links. Ich gehe meistens immer nach links, weil ich denke, dass es nach links nicht weitergeht. Und nach rechts in Spielen gehe ich dann meist erst am Schluss, weil ich denke, dass es da immer weitergeht. Ist wahrscheinlich noch so übergeblieben von den älteren Sidescroller-Spielen. Und sowas wie Super Mario und so einfach. Weil die ganzen Disney-Spiele und so auf der Sega damals, weil man halt immer nach rechts laufen muss und das Spielfeld ja links verschwindet. Also so nach rechts rüber rollt. Davon ist das wahrscheinlich immer noch, dass ich immer denke in Spielen, dass es einfach rechts weitergeht und links irgendwie Sackgasse sein muss. Hier natürlich jetzt auch dadurch bedingt, dass man natürlich auch den Rand sieht, wo der ist. Was ist denn hier die Mitte? Ach so, noch mehr Spinnen. Natürlich. Aber auch nichts zu holen, ne? Nö. Wir machen es trotzdem für die EP. Aber es ist echt, also EP-mäßig sahen wir hier nicht gerade ab, würde ich sagen. Das ist ja mau. Also wir haben ja jetzt schon wieder einiges umgehauen und hier kommt eigentlich nicht wirklich was dazu, habe ich so das Gefühl. Das erinnert mich so an alte Ragnarok Online-Zeiten, wo es einfach ab irgendeinem Level ewig gedauert hat. Ich glaube so ab Level 60, 70 hat es ewig gedauert, bis man mal so ein paar Fünkchen EP bekommen hatte. Und Level Up, boah, hat Jahre gedauert, gefühlt. Gefühlte Jahre. Reale Jahre, nicht Ingame-Jahre. Und ja, wenn man dann gestorben ist bei Ragnarok Online, hat es einem ja einfach mal so ziemlich die Levelarbeit von Wochen gekostet. Da hat man ja wirklich teilweise den halben Balken an EP verloren. Und das war einfach wirklich eine Arbeit von Tagen, die man da verloren hat mit einem Tod. Und da ich immer super gerne schon in Online-Spielen Heiler gespielt habe, hatte ich es nicht gerade einfach beim Leveln. Und bin öfter mal gestorben. Und das, ja, das war immer... Also mit meiner Priesterin hatte ich echt viele Sorgen. Mit meiner Huntress und mit meiner Assassin dann und meiner Bellydancer, da lief alles super. Mit der Bellydancer auch ein bisschen problematisch, da die ja Supporter war. Aber mit dem Heal, mit der Priest... Das war anstrengend. Zumindest wenn man versucht hat, alleine zu leveln. Ich bin halt auch einfach... Ich ziehe auch gerne durch Online-Welten einfach mal alleine und mache nicht unbedingt alles in einem Team. Natürlich sucht man sich auch Gruppen, gerade in der Gilde mit Leuten rumrennen, aber ich mache auch gerne mal einfach was alleine. Und das ist dann schwierig mit dem Heal. So. Wir haben es gleich. Ich hole mir noch einen. Ah, wird gleich hier umfallen, ne? Bin mir nicht ganz sicher, ob das Mana reicht. Also theoretisch, es läuft ja genau, wie es versprochen hat in der ersten Folge, ne? War das in der ersten, am Ende der ersten Folge, glaube ich, dass das ein bisschen zäh wird und, ja, ein bisschen dauern wird, bis wir hier durchgerannt sind? Oh, weiße Riesenspinne, die finde ich fast schon niedlich. In weiß sind die echt hübsch. Oh, das sind gar nicht mal so wenig. Kriegt ihr das hin, Leute? Oh, jetzt auslöschen rein, spammen wäre toll. Aber ich glaube, die würden nicht umkippen, oder? Ich glaube fast, die würden da nicht gleich kapieren. Na, kriegen wir es hin? Wir werden angegriffen! Ja, gut erkannt. Oh, ein Gremlin hat es umgehauen. Dann hole ich mal keinen neuen, weil wir keinen Mana haben. Die Linien müssen halten. Jetzt, kann ich vielleicht? Ja, die sind ein bisschen böser. Scheinbar. Die lassen sich jetzt nicht so einfach. Obwohl, hier sind schon welche. Na gut, die ist gleich weg. Nein. Denn wir ein wenig angeschlagen, aber wir hätten auch noch die Fähigkeit Lebensraub. Von daher kriegen wir das schon hin. Also für den Notfall hätten wir Lebensraub. Oder rennen einfach weg und schreiend. Würde ich vor realen Spinnen sowieso machen. Schreiend hier im Kreis rennen, während die Goblins sich drum kümmern. So würde das normalerweise in real aussehen. Ich
ich könnte in RPG-Welten, wenn das echt wäre, so in so einen Fantasy-Welten gar nicht überleben. Also so alles andere wäre mir scheißegal. Irgendwelche Schleims oder Wölfe oder keine Ahnung, das kriege ich alles hin. Aber Spinnen, da wäre vorbei bei mir. Also wenn, sobald ich Spinnen töten müsste, würde ich sagen, ja, tschüss. Ist okay. Jetzt sollte ich vielleicht doch mal langsam Leben abziehen. Die sind echt ein bisschen stärker hier. Jetzt bin ich nie mehr so motiviert, dass wir die Steinviecher schaffen und die Uruks. Vielleicht war das doch ein bisschen zu optimistisch gesehen. Die weißen Spinnen hier sind ganz schön hardcore. Vor allem ist jetzt auch gleich mein nächster Gremlin weg. Okay, aber die Spinnen sind auch schon fast weg. Also mal Glück haben. Guck mal, ich kann sogar noch mal einen Gremlin holen. Oh, der ist auch fast tot hier. Ich weiß, dass die Goblins heißen, ist mir egal. Ich nenne ihn trotzdem Gremlins. Ui, jetzt sieht's schlecht aus. Kannst du bitte alle nehmen? Goblin, du wolltest doch sicher schon immer mal Tank werden, oder? Okay, jetzt könnten wir hier mal Leben abziehen, bei der Spinne, die nur Leben hat. Oh, 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 oh. Jetzt ist der Goblin tot. Okay, ich glaube, ich mache mal kurz einen kleinen Rückzug. Wir haben ja einige umgehauen. Oh, die hier hätte ich echt gerne noch. Warte mal. Das finde ich ein bisschen Quatsch, dass die noch rumläuft. Und die hier? Na, nee. Komm mal zurück. Oh, ich kann noch einen Gremlin holen. Okay, dann kriegen wir es hin. Standhalten, Männer! Das schaffen wir so. Hol ich mir nochmal Leben. Ach, gut, dass wir Lebensraub haben. Ich liebe das. Ich liebe Attacken, die Leben dem Gegner klauen und mir Leben geben. Deswegen wollte ich ja auch unbedingt in diesem Spiel die Hexe spielen. Aus dem Grund, dass wir den Dämonenviecher beschwören können und wegen Lebensraub. Vorsicht, wenn diese Gegner. Möglichkeit in Spielen besteht, dann nehme ich die auch. Also gerade in Singleplayer-Spielen. Wie gesagt, im Multiplayer-Spielen spiele ich ja lieber Heiler. Wir werden angegriffen! Na komm, so langsam kannst du aber mal. Wir haben echt viel angegriffen. HP, wa? Krass. Kann ich nochmal kurz abziehen, bevor sie stirbt? Okay, so, dann gucken wir mal. Was haben die denn da eigentlich beschützt? Wahrscheinlich gar nichts, ne? Das habe ich wieder hier alles komplett nur für EP gemacht und es kam echt nichts an EP dazu. Also nichts Sichtbares. Oh, doch, hier ist eine Kiste. Und noch eine Spinne. Die größer ist als das Reh daneben. Das ist echt creepy. Ist sehr creepy, dass die Spinnen hier größer sind als die normalen Tiere. Also die... Ja, die Wirbeltiere. Huch, was habe ich jetzt? Ach nee, das wollte ich gar nicht. Halt, weg damit. Das zieht mir ja noch mehr Mana ab. So war das nicht gewollt. Vor allem, ist dafür jetzt wieder ein Gremlin gestorben? Ich hoffe nicht. Nee, ich glaube, wir hatten nur zwei. Ich würde auch gerne mal gucken, was bringt denn Pestilenz eigentlich jetzt hier? Nicht. Na gut. Ich muss mir Pestilenz nochmal durchlesen. Ich weiß gar nicht, das habe ich neu dazugesetzt. Ich weiß gar nicht, was das macht so wirklich. Also irgendwie habe ich hier keinen wirklichen HP-Effekt gesehen. Also Schadenseffekt. Und wir sind echt schon wieder am Folgenende. Mensch, wir schaffen echt nicht so viel. Also wir kommen halt nur sehr mühsam voran, leider. Tut mir echt leid, dass das so sich zieht. Hier haben wir noch eine versteckte Spinne. Denkt wohl, sie kann uns entkommen. Tja, mir doch nicht. Oh, noch mehr Spinnen. Sag mal. Die Entwickler scheinen Spinnen echt zu mögen, habe ich so das Gefühl. Das hört hier einfach nicht auf mit der Spinnenarmada. Wir werden angegriffen. Wow. Also wir haben jetzt so langsam bald die ganze Karte geklärt, ne? Krass. Ich bin von mir selbst beeindruckt. Das kommt nicht so oft vor, dass ich selbst auf mich stolz bin, deswegen... Also in Spielen. Meistens habe ich so das Gefühl, ich mache immer alles falsch in Spielen. Weil ich mir das nicht ordentlich ausrechne und so. Weil ich halt einfach spiele und Spaß habe. Okay, eine riesige Spinne. Nehmen wir die kleine. Eigentlich sind wir am Folgenende, aber irgendwie will ich noch nicht aufhören. Dadurch, dass wir halt so wenig in den Folgen schaffen, weil es zu lange dauert, habe ich das Gefühl, ich müsste eigentlich die Folgen ein bisschen länger machen.
Damit ihr ja auch ein bisschen was davon habt, wenigstens. Ich könnte mal Gift draufpacken, dann stirbt die vielleicht ein bisschen schneller. So, ich glaube, das war ganz klug. Ja, die verliert, glaube ich, gar nicht. Ja, ist sie noch vergiftet? Ja. Dann tötet erstmal die Große. Okay. Ein bisschen machen wir kurz noch. Zumindest das hier noch clearen vielleicht. Ja, komm, das machen wir jetzt in der Folge noch. Bevor ich mich da jetzt in der nächsten Folge auch noch mit den Spinnchen rumplage. Ich gehe schon mal weiter. Und pull mir schon mal die nächste her. Wieder mit Gift am besten. Das klappt eigentlich ganz gut. So, kann ich schon mal auf dem Weg am Gift verrecken. Ach, schön, dass man eine Spinne vergiften kann. Aber gut, warum sollte es nicht gehen? Ist eine andere Art von Gift. Okay, es geht hier nach rechts und nach oben. Aber ich glaube, da oben ist Sackgasse. Und rechts geht es wahrscheinlich hier nur irgendwo wieder runter, nehme ich fast an. Können wir da mal kurz? Ah. Okay. Noch ein Gremlin. Und weiter geht die Fahrt. Wie gesagt, die hier oben. Die holen wir uns noch. Oh, ich hätte auch gerade Gift machen können. Naja. Dann noch die eine und dann haben wir es. Würde ich sagen. Hier ist wahrscheinlich nichts mehr. Aber auch wieder keine Kiste. Menu. Die Linien müssen halten. Na gut, eigentlich auch Quatsch, ne? Woher sollen die Spinnen auch eine Kiste haben eigentlich? Also eigentlich wäre es auch unlogisch, tatsächlich, wenn man so drüber nachdenkt. Weil wie sollen die Spinnen eine Kiste, warum vor allem, eine Kiste da hingebracht haben, was reingelegt haben? Wäre halt eher, es wäre schon jemand da gewesen, hätte eine Kiste versteckt, weil eben keiner rankommt wegen den Spinnen. Das wäre eher wahrscheinlich. So, die nächste, die letzte. Schön. Standhalten, Männer. Dann haben wir das auch. Gut, dann würde ich mich für diese Folge von euch verabschieden. Ging jetzt doch recht schnell. Vorsicht, Gegner. Also, wenn euch diese Folge, gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Und ja, ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Es tut mir leid, dass es so lange dauert, aber vielleicht haben wir es in der nächsten Folge ja dann mal geschafft. Also, bye bye.